Die Villa der Liebe. Ein soziales Experiment, in dem ein attraktiver Teenager und 7 Single-Mädchen ein Wochenende gemeinsam in einer prunkvollen Villa leben. Doch nur eine von ihnen wird am Ende um seine Hand anhalten. Und das hier sind unsere Kandidatinnen. Tesla. Cordula. Marie. Ulrike. Nala. Scarlett. Fatima. Johanna. Wer von ihnen wird sein Herz erobern? Jeden Montag und Freitag um 16 Uhr. Die Villa der Liebe. Für mich ist es natürlich eine unglaublich aufregende Zeit. Ne? Ich darf ein ganzes Wochenende hier in diese wunderschönen Villa verbringen und 7 Mädels kommen hierher. Ja, es werden ganz viele romantische Stunden, die wir zusammen verbringen können, und schlussendlich darf ich dann sogar mit einer hier rausgehen. Numbers on my phone, they keep calling me. Girlies at my shows, why they all on me? I don't want them no, get them all off me. Say say that for hell, she'll call me. Stopp! Stopp! Das ist Privatgelände. Was macht ihr hier? Könnt ihr nicht filmen, das ist Privatgelände. Mach mal die Kamera aus, bitte. Entschuldigen Sie, die Herren. Das ist mein werter und sehr naiver Freund, der Gärtner. Aber machen Sie sich keine Gedanken und vor allem, mach du dir keine Gedanken. Denn das ist alles Teil eines sozialen Experiments. Dieses Kamerateam wird uns für die nächsten Tage mit seiner Anwesenheit beglücken. Es geht darum, dass Alessio 7 Damen empfängt und die Liebe seines Lebens findet. Ist das dann wie Spätschern, ne? Nein, nein, irre nicht. Es geht darum, dass es keine Regeln gibt. Und die 7 Dirnen sind sehr, sehr jung. Und können wir dann auch mit dem Mädchen flirten? Also, braucht ja nicht alle 7. Erinner dich, der Fluch der Villa der Liebe. Und es geht um Alessio. Er sollte niemals davon etwas mitbekommen. Hauptsache Alessio geht's gut. Ja. Hauptsache Alessio geht's gut. Denn sie ist die Schlampe. Er ist normaler Mensch. Lass es ihr ein kaltes Getränk sein. Guten Tag. Wow, herzlich willkommen. Hi, ich bin Alessio. Schön, dass du da bist. Brat, ich fahre. Ah. Hallo. Hi, herzlich willkommen. Ich bin Alessio. Marie, freut mich. Freut mich, Marie. Gut hergefunden. Ja, bestens. Sehr schön. Ja, von wo kommst du, Marie? Ich komme aus Berlin, und du? Aus Berlin. Ich komme aus Zürich. Oh, ganz andere Ecke. Bisschen südlicher von dir, genau. Und ja, Marie, was machst du beruflich? Bin Köchin. Köchin, sehr schön. Dann kannst du mir mal was Heißes kochen oder so, oder? Ja, wenn wir sehen. Da freue ich mich drauf. Ja, Marie, auf dich wartet ein Sekt drin. Also ach, kannst gerne schon mal dich bedienen und ich komme gleich nach, ja? Okay. Hallo. Hi. Willkommen. Hi. Wie schön, hi. Wow, gut siehst du aus. Dankeschön. Ich bin Alessio, hi. Scarlett. Freut mich gerade. Hi. Ja, schön, dich kennenzulernen. Dankeschön, gleichfalls. Woher kommst du? Ich komme aus Köln. Aus Köln, sehr schön. Was machst du beruflich, Scarlett? Ich bin Model und Schauspielerin, ja. Und das du? Sieht man natürlich, sehr schön. Ich bin Personal Trainer. Ja, sieht man auch. Dankeschön. Können wir mal zusammen trainieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Ja, Scarlett, auf dich wartet ein Sekt drin. Kannst dich gerne bedienen. Kommst du da mit rein? Klar. Ja? Warum nicht? Schön. Machen wir zusammen. Ja. Also, ich finde Alessio wirklich super. Und ich liebe es, wenn Männer nach meiner Pfeife tanzen. Ich glaube, da bin ich schon auf einem ziemlich guten Weg.
Ich finde es schon komisch, dass Alessio jetzt einfach gleich mit der zweiten Kandidatin ins Haus gegangen ist und mit ihr anstößt. Ich meine, möchte er nicht noch die anderen Kandidaten begrüßen? Ich finde es irgendwie, geht alles ein bisschen zu schnell. Was meint ihr? Digga, und wo ist jetzt der krasse Typ hier? Keine Ahnung, aber Fatima, guck dir mal die Villa an. Die ist ja, so okay, schön. Ich schwöre, die kann man sich wirklich schon geben, ja. Vor allem, weißt du, was ich richtig krass finde? Wir haben uns vor so langer Zeit hier bei Villa der Liebe beworben. Und jetzt stehen wir hier einfach zusammen. Wir wurden zusammen angenommen. Wir haben so ein Glück gehabt. Vor allem können wir dafür auch noch die Klassenfahrt pausieren. Ich schwöre, Ehrenmänner, einfach wie... Vor allem, ich kann endlich den Traum, den Typen meiner Träume finden. Ja, das stimmt. Aber, also, vermisst du nicht Cordula? Also, stehst du nicht, hä? Ja, schon. Aber ich bin ja hier, um die Liebe meines Lebens zu finden. Oh nee, jetzt müssen wir uns wieder um einen Typen betteln. Und warum kommt... Hä, wer ist das? Wer kann das sein? Ja, der Typ kann es ja nicht sein. Hallo?